wusste doch, dass ich was gehört habe. Thank you.
Weg da! Sie haben die Raiders offenbar ganz schön aufgemischt. Geschieht der Mörderbande ganz recht. Was aber noch wichtiger ist, ich habe gehört, dass Sie das Heilmittel gestohlen haben. Darf ich es mal sehen? Natürlich wird ihr nichts geschehen. Wir werden nur etwas forschen, um das Heilmittel zu finden und uns dann mit ihr unsere Freiheit erkaufen. Sie haben gesehen, wie Asher und seine Leute uns behandeln. Was wir tun, ist wesentlich harmloser als das, was Sie verdient hätten. Wir werden Sie in Sicherheit bringen. Allerdings nicht zu mir. Ashers Wachen beobachten mich ständig und würden Sie sofort finden. Werner hat mir ausrichten lassen, dass er sich draußen auf dem Werkshof versteckt. Er hat alles bei sich und wird sich ums Heilmittel kümmern. Bringen Sie es ihm und er wird sich um den Rest kümmern. Jetzt aber los!
Liebster Verpflegungsdienst? Hab dich im Loch kämpfen sehen. Was für ein Jetzt verstehe ich, wieso dir die Trocks keine Angst machen. Verstanden, Champ. Aber wenn du weiter Stahlbarren sammeln willst, Sie sind endlich da. Ich habe alles vorbereitet und muss alle möglichen Tests durchführen. Legen Sie das Gehör in das Kinderbettchen.
Sie hätten ja doch nur rumgejammert. Wer sich nicht die Hände schmutzig macht, erreicht auch nichts. Willkommen in der Wirklichkeit. Was wirklich zählt, ist, dass das Kind jetzt hier ist und wir zum letzten Teil des Plans übergehen können. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass die Trox Haven überrollen. Dabei werden sie für uns die Bosse erledigen. Das ist die richtige Einstellung. Halten Sie sich einfach an den Plan, dann wird alles glatt laufen. Jetzt müssen wir nur noch die Mistkeller in Uptown ein für alle Mal aus dem Weg räumen. Diese ehrenvolle Aufgabe überlasse ich Ihnen. Das ist alles ganz einfach. Lassen Sie jemand anders die Drecksarbeit erledigen. Die ganze Stadt ist voller hungriger, hilfsbereiter Trox. Das Einzige, was Sie davon abhält, in Uptown einzufallen, sind diese Flutlichter. Und ich weiß, wo Sie diese Lichter ausschalten können. Wenn Sie die Lichter von Uptown ausknipsen, kommen die Trox und erledigen den Rest. Tut mir leid, Püppchen, aber ich muss alles für das kleine Würstchen hier vorbereiten. Ich kann Ihnen allerdings ein paar Vorräte anbieten. Sie gelangen über einen Schacht unten im Werkshof zum Kraftwerk. Der Schacht ist in der Nähe der Schienen. Sie können ihn gar nicht verfehlen. Steigen Sie hinab, suchen Sie die Flutlichtsteuerung und drehen Sie Uptown das Licht ab. Wir treffen uns dann in Downtown. Ah ja, hier, das ist für Sie. Sie sollten ein gutes Versteck parat haben, wenn die Trox kommen. Jetzt aber los.
hätte sie schon längst erschießen lassen sollen. Was zum Teufel ist denn das? Thank you.
Das haben Sie gut gemacht, mein Freund. Ich sage Ihnen, als die Lichter ausgingen, konnte ich die Trox vor Freude lachen hören. Ich glaube, es ist im Sinne aller Exklaven, wenn ich sage, dass es gut ist, diese Kerle los zu sein, mögen sie in einem verstrahlten Grab verrotten. Ja, ja, keine Angst. Midea wird sich um das Kind kümmern, wenn sie nicht gerade anderes zu tun hat. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Wir haben die Untersuchung des Görs schnell durchgezogen und daher jetzt schon etwas Taugliches gegen Red gefunden. Geht auf Kosten des Hauses. Aber der wirkliche Schatz der Stadt ist dieses Stahlwerk. Es bietet Zugang zur Munitionspresse. Also nur zu, Sie haben sich's echt verdient. Die Qual der Wahl, Boss. Ich bringe die Leute wieder auf Trab und Midea behält das Gör im Auge. Sie können also tun und lassen, was Sie wollen. Wenn Sie wollen, können Sie im Werkshof auch weiter Stahl aufsammeln. Das packt nur wenige und der Vorarbeiter würde Sie gut belohnen. Falls Sie das tatsächlich interessiert, Midea sucht Spielzeug für Ihr Gör. Wenn Sie also was finden, könnten Sie es ihr bringen. Das müssen Sie aber nicht machen. Ich an Ihrer Stelle würde mich volllaufen lassen, bis nichts mehr da ist. Genießen Sie Ihr Leben. Mein Team arbeitet rund um die Uhr daran. Es würde schneller gehen, wenn die Leute nicht ständig Angst hätten, dem Würstchen weh zu tun. Midea ist am allerschlimmsten. Ständig bittet sie Leute darum, dem Kind Spielsachen oder ähnlichen Quatsch zu bringen. Man sollte doch meinen, eine alte Sklavin wie sie könne arbeiten, ohne Ärger zu machen, nicht wahr? Hey, entspannen Sie sich. Was haben Sie...
Verhalten. Wieder zu sehen. Guten Abend! Die Raiders haben mich mit Sprengstoff vollgestopft. Sie müssen mir helfen.
Säule. Sie können uns bis zum GNA folgen, aber bleiben Sie in Deckung, wenn Sie nicht wollen, dass Ihnen der Schädel weggeschossen wird. Nein, wir suchen keinen neuen. Wir haben sowieso schon zu viele örtliche Rekruten. Die meisten sind schlecht ausgebildet und ballern schneller los, als sie sollten. Unser Neuling Redin ist ein Paradebeispiel. Ich bin Sarah Lyons, Paladin und Truppenkommandantin der Lyons Pride. Wir sind bei der Stählernen Bruderschaft. Wir tun unser Bestes, um die Supermutanten in dieser Gegend zurückzudrängen. Aber wenn uns Zivilisten ins Schussfeld latschen, wird's schwierig. Momentan gibt es in den Ruinen nicht viele sichere Orte. Aber das Galaxy News Radio Gebäude ist sowas wie unser Hafen im Sturm. Leider wurde das Gebäude in letzter Zeit stark beschädigt. Wir sorgen für die Sicherheit. Wenn's keine weiteren Fragen gibt, müssen wir aber mal los. Jenny? Nur ein Streuner, den wir auf... Zu den Waffen!
Waffen! Wir teilen uns auf. Ich gehe nach Westen. Ist nicht böse.
Dann muss ich mich jetzt wohl bei Ihnen bedanken. Na, auf jeden Fall ist das Gebiet sicher. Sie können also gerne mit Three Dog reden, falls Sie das tun müssen. Da Sie uns geholfen haben, dürfen Sie die Powerrüstung tragen. Aber vergessen Sie nicht, woher Sie sie haben. Nein, wir suchen keinen neuen. Ich bin mir sicher, Sie kommen auch so gut zurecht. Aber wir schweifen vom Thema ab. Das fasse ich mal als Kompliment auf. Wenn wir die Supermutanten nicht davon abhalten, alles und jeden im Ödland der Hauptstadt umzulegen, wer dann? Die Bruderschaft tut ihr Bestes, aber manchmal braucht man was Spezielleres. Und da kommt die Alliance Pride ins Spiel. Die Bruderschaft brauchte einen sicheren Außenposten. Und der Typ, der den Radiosender betreibt, brauchte Schutz vor den Supermutanten. Es ist ein Verhältnis, von dem beide profitieren. Three Dog betreibt den Sender. Er sendet im Prinzip ganz alleine. Er ist interessant. Das muss man schon sagen. Sie hatte einen schönen Tod. Im Endeffekt ist das doch das Einzige, was zählt. Vorsicht da draußen! Als wäre die Luft rein. Ich öffne die äußeren Türen. Willkommen in den... Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Ritter Dillon. Wenn Sie irgendwas brauchen, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Sie haben einen Pip-Boy. Stellen Sie ihn auf Galaxy News Radio ein. Das ist der einzige Sender im Ödland, der die Dinge beim Namen nennt. Three Dog ist oben. Sie können gleich hochgehen. Er erwartet Sie schon. Ritter Finlay zu Ihren Diensten. Das... Danke für die Hilfe.
Wir können jede Hilfe. Willkommen bei der Galaxy News Radio Außenstelle. Ich bin Sergeant Wilkes, der Befehlshaber hier. Was bringt Sie in die Gegend von DC? Das ist der letzte und... Naja, der einzige andere Radiosender, den man klar und deutlich empfangen kann, ist der Sender der Enklave. Aber die senden nichts als Lügen und Propaganda. Galaxy News Radio hingegen berichtet über das, was wirklich passiert. Wir haben eine enge Bindung zum Sender. Wir bleiben hier in der gesicherten Anlage und schützen ihn vor den Supermutanten. Das ist der einzig wirklich sichere Ort in den Ruinen von DC. Alle anderen sind voll diesen wandelnden Scheußlichkeiten. Es ist gut, im Sturm einen sicheren Hafen anlaufen zu können. Wissen Sie? Ihr Blick sagt alles. Sie denken, wer zum Teufel ist dieser Kerl und was geht er mich an? Gut. Seien Sie darauf gefasst, erleuchtet zu werden. Ich bin Three Dog, Plattenleger und Stimme der Wahrheit, Herr und Meister des besten Radiosenders der weiten Wüste, Galaxy News Radio. Und Sie? Ich weiß, wer Sie sind. Hab von Ihrem Abgang aus der Vault gehört. Auf ins Unbekannte, was? Ganz wie der Papa. Den kenne ich nämlich. Hey, für den guten Kampf muss man alles geben und immer aufs Ganze gehen. Man muss sie immer beeindrucken, sag ich. Man muss sie immer beeindrucken und das Wissen verbreiten. Stellen Sie sich ein Bild vor, okay? Ein Bild des Ödlands, der Hauptstadt. Und was sehen Sie? Nur Ziegel und Steine. Und sonst nicht recht viel, oder? Die Leute hier kommen mehr schlecht als recht über die Runden. Sie müssen kämpfen, um zu überleben und das bisschen zu behalten, das sie noch haben. Dazu kommt noch der andere Mist. Sklavenhändler, Supermutanten, Raiders, die auch ein Stück vom Kuchen wollen und es sich mit Gewalt nehmen. Sie können sich nicht wehren. Nicht gegen solche Feinde. Entweder sie hauen ab, oder sie bleiben hier und gehen drauf. Das ist einfach ungerecht. Und da komme ich ins Spiel. Ich kämpfe den guten Kampf. Und GNR ist meine Waffe. Der Klang der Wahrheit durchdringt das Ödland. Verdammt, jemand muss dem Mist vom Radiosender der Enklave ja was entgegenhalten. Ah, ich habe genügend Feinde, die nichts lieber tun würden, als mir eine Kugel zwischen die Augen zu jagen. Das Einzige, was sie noch daran hindert, ist Sarah Lyons mit ihrer stählernen Bruderschaft. Wir haben da einen netten Deal. Sie sorgen dafür, dass ich die Radieschen nicht von unten sehe und ich gebe ihnen ein festes Dach über dem Kopf. Soviel ich mitbekommen habe, waren das die Leute, die ihnen den Arsch gerettet haben. Sie halten die Ruinen frei von Supermutanten, damit Leute wie Sie in einem Stück zu Leuten wie mir durchkommen. Ohne die würden wir bis zu den Knien in Mutie-Scheiße stecken. Tut mir leid, ich bin es so gewohnt, mit einem stummen Publikum zu reden, dass ich einfach davon ausgehe, dass auch Sie nur meine Stimme hören wollen. Also, Sie wollen wissen, wo Ihr Vater steckt? Okay. Im guten Kampf gibt's aber eine Regel. Wo Hilfe gebraucht wird, muss auch Hilfe geleistet werden. Sie wollen also wissen, wo Ihr Papa ist. Und zufällig ist meiner Wenigkeit bekannt, wo er sich aufhält. Er war hier, bei Galaxy News. Wir hatten ein cooles Gespräch. Er ist ein echter Steh-auf-Typ. Wenn Sie mehr wissen möchten, müssen Sie zum guten Kampf beitragen. Naja, Ihr Vater ist so ein Wissenschaftler-Typ, so ein Intelligenzler oder sowas. Glauben Sie wirklich, dass er unsere Sache unterstützen würde, wenn Sie ihn finden?
Als ihr Vater hier durchkam, verbrachten wir ziemlich viel Zeit miteinander und sprachen über Gott und die Welt. Er erwähnte irgend so einen wissenschaftlichen Krimskrams, den ich nicht verstand. Irgendwas von einem Projekt Purity. Er hat auch etwas davon gesagt, Dr. Lee in Rivet City besuchen zu wollen. Danach ist er schnell aufgebrochen. Noch nie was von Rivet City gehört? Unglaublich. Einfach nur unglaublich. Naja, ein Haufen von diesen Intelligenzlernen tat sich zusammen und verwandelte einen gestrandeten Flugzeugträger in eine Stadt. Ziemlich cool, was? Folgen Sie einfach dem Fluss Richtung Süden. Dann können Sie die Stadt gar nicht verpassen.